Guck mal, er hat die Zunge draußen. Sieht das nicht knuffig aus? Und dieser dumme kleine Kater. Also gut, wir haben heute einen First Clear Hype auf jeden Fall da. Die Map existiert schon seit einem Jahr und ist ja ungeklärt gewesen. Ich war mal zu meiner Anfangszeit in dieser Map, aber ich war zu schlecht, um sie abzuschließen. Das lag mitunter an einem Reclaim, der extrem eklig gesetzt ist. Dann haben wir noch andere Maps, und zwar eine Map von Leo, die irgendwie Difficulty 5 geworden ist, was man überhaupt nicht verstehen kann. Dann noch von Ulasian. Ich habe davon mal eine reingenommen, obwohl die ja ziemlich kurz sind und einfach, aber sie wurde gespeedrunnt. Und dann haben wir noch eine Map von Splasher. Und wir haben die absolut selbe Zeit. Er hat die Clear Time und ich habe den Weltrekord und die sind beide vollkommen identisch, bis auf die Millisekunde. Voll krank. Wir fangen an. Okay, Cold Hard Winter. Was war an diesem Level schwer und was musste man herausfinden, um es überhaupt abschließen zu können? Also es gibt hier auf jeden Fall Controlled Shell Jumps, das ist schon mal klar. So, hier am Anfang springen wir auf die Shell, damit sie aktiviert ist. Wir landen auf der Plattform. So, der Muncher wird jetzt auch von der Plattform nach oben getragen und wir haben die Shell gerade weggekickt. Wir jumpen jetzt hier nach oben zu diesem gelben Block und da wird dann ein Shell mit losgeballert. Den werden wir jetzt plus Big Shell brauchen. So weit, so gut. Wenn wir hier die Shell aktiviert haben, kommt von oben ein Trampolin runter. Von dem Trampolin aus müssen wir jetzt auf den Monty und dort einen Slope Shell Jump machen. Ich sag euch aber eins, mit einem Full Jump Slope Shell Jump habe ich den nie hinbekommen. Ich habe den immer controlled gemacht. Das Kranke ist nämlich, ich muss ihn in der Luft erwischen und muss dabei die Big Shell so kicken, dass ich mit viel Geschwindigkeit nach oben über sie hinwegfliege. Ich brauche jetzt nämlich Zeit, um sie wegzukicken und den Shellmit zu erreichen, der eben gerade losgeballert wurde. Durch den Shellmit muss ich mir extrem gute Höhe holen, denn die Big Shell muss jetzt gleich nochmal für einen Reclaim aktiviert werden.
Und dafür muss ich die komplette Höhe hier ausnutzen, weil wir sehen auch, wie knapp ich sie aufhalte, damit sie perfekt liegt. Ich muss sie jetzt perfekt aufhalten, damit sie so liegt, dass sie gereclaimed werden kann. Denn sie zerstört diese Pow-Blöcke rechts. Nach diesem Reclaim-Jump muss ich dann auch direkt anschließend einen Shell-Jump machen und der ist controlled, was auch immer. Du kannst auch zu schnell Shell-Jumpen und gegen die Muncher kommen, bevor sie tot sind. Du kriegst von den Munchern aus einen Schlüssel und durch die Redcoin einen Schlüssel, damit du erstmal überhaupt in die Tür hier gehen kannst. So, der zweite Part. Man konnte den üben zum Glück. Das Nervige war nur, jeder Durchgang verlangte dann am Ende diesen doofen Reclaim. So, die zweite Section beginnt damit, dass hier ein Käfer runterkommt, den du auch sofort abfangen musst. Darfst dir keine Zeit lassen. Also jetzt kommt ein Reclaim mit 5 Blöcke Abstand und extrem hoch. Das war immer so eklig, so ein ekliges Gefühl, bis der mal gereclaimed hat. Und ihr müsst euch vorstellen, den ersten Part musst du immer wieder machen, bis das hier mal läuft. Das war anscheinend die größte Schwierigkeit an dem Level. Dieser Reclaim sieht auch merkwürdig aus. Nachdem du auf dem Monty gejumpt bist, musst du variieren, wie du der Shell hinterherkommst. Hier sind überall doofe Eiszapfen, das heißt, wenn du einfach nach vorne hältst, klappt es nicht. Wenn du zu spät auf die Shell kommst, dann kommst du gegen den Eiszapfen. Du musst der Shell praktisch genau folgen. Du kickst dann die Big Shell, du kriegst eine andere Shell und musst sie absolut genau im Pfeil nach oben werfen. Kein Millimeter früher, kein Millimeter weiter rechts. Jetzt kommst du auf Banzai-Builds. Der erste Jump ist No-Jump, der zweite ist ein kleiner Tiny-Jump mit Regrab. Du musst ab jetzt aufpassen, die Hitbox des Banzai-Builds zu treffen und jetzt musst du gedrückt halten. Die Shell, die du gerade nach oben geworfen hast, fängst du jetzt ab. Du guckst dich ganz schnell nach links um, musst aber einen guten Schwung benutzen, um noch die Shell hier abzufangen, denn das ist voll knapp. Guckt euch das an. Dann musst du auch noch die Shell perfekt so werfen, dass sie auf dem Pfomb noch so gleitet, dass du sie erwischt. Ich fand das schlimm. Ich fand das echt schlimm. Also die Shell nach oben zu werfen, dass sie nicht jank wird. Wenn du sie nach oben geworfen hast, zu schnell, zu langsam, was auch immer, dann ist sie entweder auf das Spike-Bett gekommen oder sie ist ja irgendwie gar nicht erst erschienen. Das war so janky. Wenn du das nicht komplett im Pfeil nach oben geworfen hast, die eine Shell, dann lief das nicht. Ich habe diesen Shell-Jump hier mehrere Male verkackt, weil der Schwung, mit dem du von dem Fomp auskommst, ist extrem übel. Das war Cold Hard Winter. So heißt es, glaube ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall First Clear. Nach einem Jahr ist es nämlich von September hochgeladen. September 19 die Map. Und ja. Und wir haben ja auch gerade September, oder nicht? Also gut, Leute. Als nächstes Leo. Bei Leo, ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Das soll Difficulty 5 sein. Also ich kann hier eigentlich nur wenig erzählen. Alles, was ihr hier seht, das habt ihr bestimmt irgendwie auch schon mal in den anderen Leveln gesehen. Shell nach oben, Trampolin nach oben, Shell fangen, dann dieser hier, dann wirfst du das Trampolin nach oben, dann machst du den Shell Jump, das ist alles nichts. Wie wird das Difficulty 5? Ich meine, gut, okay, ne, dieser Up-Throw-Reclaim, der jetzt gleich kommt, der ist nicht ohne. Allerdings ist das eigentlich, ja, ich mache einen Up-Throw und bleibe einfach an der Shell. Mehr war das für mich nicht. Das waren 5 Minuten, mehr habe ich dafür nicht gebraucht. Das war die einfachste Map von Leo, die ich je gezockt habe. Irgendwo gab es bei Leo immer Parts, wo ich etwas gehangen habe, aber hier null. Verstehe ich nicht. Naja, gut. Weltrekord, aber ich habe seine Cleartime nicht gebrochen. Da bin ich schon ein bisschen verwundert. Aber ich glaube, das kam wegen dem Warten nach der Tür. Ich habe ganz klein bisschen gewartet, weil man weiß nicht, was kommt. So, Splasher. Ich und Splasher haben die absolut selbe Zeit. Unglaublich. Das hier sind ganz schöne Shelljumps. Ich liebe das. Nur wenn man die Shelljumps von oben abfängt. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie du das schaffen konntest, dass wir die gleiche Zeit haben. Gut, ich könnte den Rekord brechen noch mit ein paar Millisekunden, das weiß ich. Aber das verstehe ich einfach nicht. Wieso warst du genauso schnell wie ich? Wer wird denn hier jetzt zum Speedrunner? Naja, auf jeden Fall auch richtig, richtige Premium-Map-Splasher. Das ist so geil, du hast so gute Ideen. Du bist verdammt kreativ, Mann. Schon geil. Okay, Ulasian. Also einmal kurz die Geschichte, wie habe ich die Map entdeckt und wie konnte ich sie zocken? Und zwar war ich bei Sikui im Stream, ich lurke da manchmal und er spielt halt auch Shelljump-Maps. Richtig schön einfache und das ist die von Ulasian und die habe ich mir dann auch geschnappt. Diesen Drop haben wir gecheased, indem wir einen übelsten Short-Shelljump gemacht haben. Dann brauchen wir auch nicht droppen. Ja,
Deshalb habe ich die jetzt gezockt und gespeedrunnt und das lief auch eigentlich supi. Und das ist eine schöne kleine Map. Könnte man eigentlich prima Leni einschicken, das dürfte sie eigentlich auch noch packen. Ja, und der Rekord ist natürlich immer noch brechbar, man sieht das. Okay, Leute, das waren die Maps für heute und ich kann jetzt wieder erstmal was bauen. Denn Tom kriegt jetzt endlich mal ein Level, wo er sich nicht drücken kann. Ich werde auch nicht mehr zurückweichen. Also ich möchte jetzt mal wirklich einen Grind sehen, auch bei meinem Level. Ich werde es so bauen, dass er es schaffen kann. Dass es eigentlich keinen Part gibt, den er nicht kann. Ja. Und dann wird er halt mal grinden. Ne, ich will auch mal so eine Map bauen, wo er mal ein paar Tage lang dran sitzt. Oh. Ansonsten, Leo, deine Juggling-Map, ich kann mich nur drauf freuen. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie rumheulen werde. Ich denke, das wird wahrscheinlich sogar easy peasy. Wenn du diese Dreier-Juggling-Sache nicht einbaust, wird das wahrscheinlich easy. Aber ich hätte gern diese Dreier-Juggling-Chain und das wäre mal schön. Ne? Also, Leute. Ja, wir verabschieden uns jetzt, glaube ich, oder? Machen wir das? Auf jeden Fall First Clear. Hype, hey, hype, Mann! Happy enjoyed this new episode! Hey, hey, zieht euch warm an! Weil es könnte auch mal kalt werden. Man weiß es halt nicht, ne? Ich mache mir halt Sorgen um euch. Leni, Schwein! Schwein, du bleibst ein Schwein jetzt! Oh Mann, Leni. Also irgendwann reicht's doch mal, ne? Wann kommt denn endlich deine Map raus? Wir wollen die endlich alle zocken. Wir alle haben schon davon gehört. Wir alle warten schon. Wir sitzen vor den Nintendo-Servern mit Klappstuhl und Zelt und warten schon die ganze Zeit da. Campen, hallo. Leni, ich bin absolutes Fangirl von dir. Ich schrei dann da rum so. Ah, das, die Map ist draußen. Und dann so, yeah! Endlich ihre Map ist draußen, ey Leute! Ja, dann kommen die ganzen Psychopathen und zocken deine Map. Das Lustige ist, immer wenn ich zum Ende eines Videos komme, denke ich mir, ah, heute reden wir mal keine Scheiße. Und dann fällt mir doch immer irgendein Blödsinn ein. Und dann kommt die ganze Scheiße da rausgequillt aus meinem Kopf. Aus dem Kopf, Mann! My power level gets over 9000. Hallo? My power level gets over 9000! Over 9000! Ich mag diesen Satz, ich liebe das. Es macht einfach so Laune, weil er sich so gut aussprechen lässt. Auf jeden Fall, ey Leni, hör mal auf hier! Hör mal auf! So, nachdem das kleine Bibi-Ferkel Leni zum Schwein geschlagen wurde, sind wir auch, glaube ich, alle zufrieden, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaub nicht. Herr Gott! Warum, Mann? Oh, ein Lebkuchen, ich esse den jetzt. Ja, Leute, also ich glaube, irgendwann ist auch genug, oder? Ich meine, am Ende denkt man, das ist alles noch Content am Ende. Dabei redet er nur so ein Spacken. Nur, Leute, wir sehen uns später, wir schon mal so, tschüss.